Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur neuen Tastatur. Sie ist angekommen bereits vor 2 Tagen, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, ein Video zu machen, deswegen passiert es jetzt erst. Los geht's. Machen wir den Schaumbel mal Luft, und zack, zack, bumm. Und dann in der Mitte noch. Und dann schauen wir mal hinein. Oh, juhu. Dann nehmen wir mal den Schaumbel dann aus. Aha, aha, aha. Und da ist sie auch schon. Ultra schwer. Was für ein Ding. Leute. Da ist mein Leichtgewicht dagegen. So, da haben wir sie. Eine HyperX Alloy Elite Gaming Tastatur mit den Cherry MX Red Switches. Genau, die habe ich mir rausgesucht. Das sind die für mich am besten gemachten. Also für das, was ich so brauche. Ich stelle mich mal einfach direkt neben die Kamera. Machen wir sie direkt mal auf. Wir sehen. Und holen sie zum Vorschein. Das Teil ist echt ultra schwer. Das kann ich gar nicht glauben. Oh. Richtig sicke Geschichte. Ich pull sie da mal komplett raus. Da hinten ist das Kabel drin. So, so. Und da ist sie. Mit einem Quickstarter-Guide, den ich wahrscheinlich jetzt nicht zwingend brauchen werde. Mir wird gratuliert, dass ich jetzt zu den HyperX-Leuten gehöre. Juhu. Und die haben scheinbar auch noch ganz viel anderen Kram. Die HyperX-Kollegen. Wir sind jetzt praktisch ein Team. Des Weiteren habe ich speziell für die 1, 2, 3 und 4 und AWSD-Tasten solche Aluminium- Dinger, die man dann eben hier draufstecken kann bei Bedarf. Mit einer Herausholhilfe nehme ich an, dass man die Tasten einfach rausziehen kann. Ich habe noch nie eine mechanische Tastatur gehabt, deswegen kenne ich das noch nicht. Und hier gibt es noch so ein Arm-Ding. Aber auf sowas lege ich eigentlich überhaupt keinen Wert. So rum, glaube ich. Also ich bin niemand, der irgendwie den Arm ablegt, großartig auf der Tastatur oder an der Tastatur. Wow, das ist sogar Anti-Grip. Ich hole sie mal noch hier raus. Die ist echt sauschwer. Alter Verwalter, ist die schwer. Hochwertig verarbeitet. Ich habe da schon Fett drauf gemacht. Mit einem dicken Aluminiumrahmen. Deswegen ist die auch so schwer. Guck mal hier. Direkt zum Verstellen des Sounds. Verstehst du mich? Nicht mehr hier mit raustappen und wieder reintappen und so. Nee, nee. Ich habe Knöpfe jetzt zu machen. Das fühlt sich echt ultra nice an. Holla die Waldfee. Und das hier wird dann halt da drunter geklippt. Ich mach's mal kurz. So, und drin ist es. Sie ist dadurch natürlich einfach größer. Aber ich weiß nicht, ob ich das brauchen werde. Wahrscheinlich nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber vielleicht lasse ich es einfach dran. Immerhin habe ich es ja jetzt. Naja. Ich habe endlich wieder so eine große Backspace-Taste. Die war auf meiner alten Tastatur ganz klein. Ich zeige euch gleich noch die alte. Das ist nur so ein kleines Testlichchen gewesen. Ich bin wirklich extrem beeindruckt. Ich habe jetzt mal noch die alte geholt. Das hier ist meine alte Tastatur. Hier schon komplett abgenutzt. Und hier oben ist Backspace. Eben halt auf winzig. Das ist natürlich schon... Das war damals auch ein riesen Umstieg auf dieses kleine Kackding. Ständig habe ich daneben gehauen und hier nebendran immer den Lack komplett weggefressen, hier auch alles. Also man sieht, die habe ich jetzt ewig lang gehabt. Da unten ist das Silberne alles weg. Die ist von Speedlink, auch so mit Hintergrundbeleuchtung, die jetzt natürlich nicht geht. Und ja, das hier ist von einer anderen Tastatur, weil es abgebrochen ist. Und das hier ist ein Stück Knete. Mit Papier, dass es nicht so die Flecken macht. Ja, so habe ich jetzt, glaube ich, die letzten, also die habe ich insgesamt, glaube ich, jetzt 4 Jahre lang gehabt. Und war einfach so eine, eigentlich fast schon eine Standardtastatur. Ich glaube, 15 Euro oder sowas kostet die. Und ja, damit war ich auch sehr zufrieden. Aber natürlich ist es kein Vergleich zu so einem Mega-Ding. Ja, das ist gar kein Vergleich. Ich weiß nicht, ob man das doch mal ganz gut sehen. Guck mal hier, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber hier ist sogar einfach die Taste kaputt. Also es sind nicht nur die Sachen verschwunden, die Beschriftung, sondern hier ist sogar echt ein Loch reingekommen. Keine Ahnung wie. Reingebissen oder so. Und wie man jetzt hier, glaube ich, sogar ganz gut sehen kann, manchmal bleiben die drin. So ein bisschen. Oder sie gehen nicht richtig rein. Sie klacken kurz, als wenn irgendwie ein Stein drunter wäre oder sowas. Vielleicht sind da Steine drin, wer weiß. Hier. Hört, guck mal. So. Und beim Zocken bin ich meistens an der Kante und dann passiert das. Also ich bin wirklich sehr froh, dass ich diese Krasse habe, die ich auch sogar von der hintersten Kante bedienen kann. Geil. Guck mal, die geht gar nicht. Ja, nice. Sehr, sehr nice. Also wer die haben will, Leute, 400 Euro gebraucht. Mit 800 Kilogramm Dreck drin. Weiß nicht, ob man das, warte, da unten sieht man es bestimmt. Voll widerlich. Uah! Ich werde jetzt die hier geschwind anschließen und sie euch dann zeigen. Mit dem Licht, die ist ja rot und sieht total cool aus und Schokoladentorte. Soweit, so gut. Nun ist sie hier und sie fühlt sich echt ultra sick an. Die Dinge habe ich jetzt noch nicht dran gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die wirklich dran machen soll. Also jetzt fürs erste Mal nicht, aber vielleicht bald. Ich mache gerade mal das Licht aus. So. Und da erleuchtet sie in voller Pracht. Was ich euch jetzt noch direkt zeigen kann, ist eben die Helligkeit, die man hier umstellen kann. Also aus, ein wenig, mittel und volle Pulle. Dann kann man hier drüben auf dem nächsten Knopf die Beleuchtungsart einstellen. Also das hier ist einfach ein durchgehendes Leuchten. Dann gibt es noch dieses Atmen. Ich denke, man sieht es ganz gut. Genau, ja, sie atmet vor sich hin. Dann gibt es noch das hier. Ich weiß nicht, also da ist es schon mal hier oben. Ihr seht das jetzt nicht richtig, Moment. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt mit Stativ gemacht habe. Da ist dann nur hier oben die Leiste an. Dann gibt es noch... Ah, ich glaube, das ist dieser Tastendruckmodus. Wow. Alter Verwalter. Okay, das ist schon echt richtig sick, oder? Also da gehen so Wellen von dem Punkt aus, den ich drücke. Dann gibt es noch
diesen Modus hier, also an sich einen wilden Modus. Ich wüsste zwar nicht, warum man den anhaben sollte, aber okay. Und dann gibt es noch diesen Modus. Da sind dann spezielle Tasten hervorgehoben und eben wieder den normalen. Und bei diesem letzten Modus kann man noch andere Tasten einstellen. Man kann über eine Tastenkombination hier oben, ich glaube, wenn man die beiden gleichzeitig drückt, also die Helligkeitseinstellung und die Arteneinstellung, kann man dann einstellen, welche Tasten man haben möchte, die komplett durchgehend leuchten sollen. Achso, und einen Modus haben wir übersprungen. Nach dem Soliden kommt ja dieses Atmen und dann kommt der Trigger-Modus. Wenn ich irgendwelche Tasten drücke, dann leuchten die kurz und verschwinden dann wieder. Sieht auch sehr nice aus. Ich weiß nicht, ob das bei der Kamera so geil rüberkommt. Es sieht aber richtig fucking sick aus. Natürlich geht an der Stelle noch ein dickes Dankeschön raus an euch alle. Ihr habt das Teil voll gespendet und darum konnte ich es kaufen. Wieder ein weiteres Stück Equipment, das komplett durch euch entstanden ist oder gekauft werden konnte eben. Vielen, vielen Dank dafür. Das sind so die Sachen, von denen man am Anfang seiner YouTube- und Twitch-Karriere in Anführungsstrichelchen irgendwie geträumt hat, aber immer gedacht hat, ja, nee, aber warum sollten Leute einem irgendwie Geld geben? Also aus welchem Grund? Warum sollte jemand einem Geld spenden? Und wenn man dann aber sowas liest wie, hey, hier 10 Euro für dich, gönn dir das und Leute, spendet die Tastatur voll, dass er da was Neues hat, das ist wirklich herzerwärmend. Also es ist vielleicht ein bisschen sentimental, aber es ist so. Es ist wirklich schön. Oder auch wenn schlicht und ergreifend geschrieben wird, hier, für deine gute Arbeit. Sowas fühlt sich wirklich sehr nice an. Und da bin ich auch höchst dankbar, dass ihr so zu mir seid. Dass ihr so toll zu mir seid, so nett und mich eben auch fördert. Also die meisten Sachen, die jetzt hier mittlerweile im Arbeitszimmer stehen. Ich laufe gerade hin und her, aber die Kamera ist nur auf diesen einen Punkt gerichtet. Aber trotzdem gucke ich gerade auf Dinge, wie jetzt halt den Greenscreen, die Lampen und so weiter und so fort, die Maus, der krasse PC, die HTC Vive und so weiter und so fort. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Das ganze Büro ist praktisch ausgestattet durch euch, mit euch. Natürlich nicht nur durch Spenden, sondern einfach durch euer Dasein, durch euer Mitmachen, durch das Wachstum. Dadurch wurden mir auch gewisse Türen geöffnet. Und mit dem Durchgehen durch diese Türen sind einfach auch finanzielle Möglichkeiten aufgeploppt. Und das ist wirklich eine wunderherrliche Sache. Also hier nochmal vielen, vielen Dank an euch alle. Und jetzt kann die Party selbstverständlich losgehen, ne? Hier ein bisschen mit drücken und so, peng, peng, tot, tot. Ab jetzt nur noch Global Gameplay. Es versteht sich von selbst. Ich spiele nur noch so, bam, bam. Und guck nur auf die Tastatur. Ich spiele nicht wirklich, nur auf die Tastatur. Und sag, Leute, guck mal. Immer wenn ich kacken gehe, stelle ich das ein, damit er so ein bisschen vor sich hin dödelt. Oder ich lasse ihn auch atmen, dass er einfach auch ein bisschen Luft hat. Verstehst du? So eine Tastatur braucht Luft. Ohne Luft geht da gar nichts. Und diverse Male werde ich auch diesen Modus hier testen, ne? Ist logisch. Sehr schönes Ding. Vielen Dank, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.